Hallo und willkommen zurück bei Pretty Old Pixel. Mein Name ist Dirk und wir machen heute das Abschlussgespräch zum Replay von Need for Speed 3 aus dem Jahre 1998, wo ich das Replay passend zur Jahreszahl auch 2018 angefangen habe. Ich schaue gerade allerdings auf die Uhr und stelle fest, es ist 2019. Es hat sich ein bisschen hingezogen, aber es war ja auch ein schönes Spiel und man konnte sich etwas länger damit beschäftigen. Natürlich mache ich das Abschlussgespräch nicht alleine. Ich habe wieder Selma dabei. Hallo Selma. Hallo, wir machen, wie du schon erwähnt hast, das Abschlussgespräch natürlich gleich nach der letzten Folge. Ja, direkt, da liegt im Prinzip fast keine Zeit zwischen, außer Weihnachten und ein paar andere Feiertage und ein bisschen Urlaub und überhaupt, ja, Also immerhin praktisch sofort. praktisch sofort, da liegt fast nichts zwischen. Ich muss jetzt gerade überlegen, um welches Spiel es nochmal ging, aber es war doch, nein, es war Need for Speed 3. Wie gesagt, sehr schönes Spiel aus 1998, eins der Replays, das mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ich hoffe, das ist auch in den einzelnen Folgen so ein bisschen durchgekommen, die waren ja auch alle etwas länger. Entwickler und Publisher waren noch Electronic Arts bzw. EA Seattle und Kanada aus einer Zeit, als Electronic Arts noch für Qualität stand und wo noch nicht jeder drüber genörgelt hat. Und es war das erste Spiel der Serie mit dem Hot Pursuit-Modus, der auch im Titel direkt mit aufgeführt wurde. Das heißt, im Gegensatz zu den Vorgängern, wo wir teilweise von der Polizei verfolgt wurden, haben wir diesmal auch die Möglichkeit gehabt, als Polizist zu fahren, wovon man aber nicht so viel Gebrauch gemacht hat, glaube ich. Also ich persönlich nicht. Hast du das Nee, häufiger gemacht? ich auch nicht. Nee, aber um da vorwegzugreifen, wir haben das meistens im Multiplayer gespielt und selbst im Multiplayer, ich glaube, wir hatten schon mal drüber gesprochen, dass man den Hot Pursuit-Modus auch im Multiplayer spielen konnte. Selbst da haben wir den nicht gespielt. Wir haben immer so richtige Rennen gefahren. Ich weiß auch irgendwie nicht mehr genau, warum. Irgendwie hat das nicht so viel Spaß gemacht. Nee, ich meine auch im Multiplayer. Ich meine, es wäre jetzt interessant gewesen, wenn jetzt einer Polizisten und einer Nicht-Polizist hätte spielen können. Aber das ging nicht. Du musstest dich Stimmt. entscheiden. Entweder wir sind beide geflüchtet oder beide waren Polizei. Und das habe ich auch nicht so häufig gespielt. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da ja auch Fans von, aber wir beide sind es offensichtlich nicht. Nee. Ja, ähnliche Spiele aus dieser Zeit mit ähnlichem Thema. Also wir hatten natürlich die Vorgänger. Einmal das erste Need for Speed, was eigentlich noch Track and Field The Need for Speed hieß. Das habe ich damals auch mal gespielt. Need for Speed Oh ja, 2. von Need for Speed, der Vorgänger davon, ich überlege die ganze Zeit, das war glaube ich auch von EA. Ist Track and Field so eine Autozeitschrift? Nee, obwohl, ich will mich nicht festlegen, das kann sein, aber ich meine, das Track and Field war davor, weil es gab auch die anderen Sportserien, die hießen auch Track and Field. Da gab es dann Track and Field irgendwas mit Olympia im Sommer oder sowas und. Ah, okay, nee, dann verwechsel ich das denn. Ah, wie? Weil ich hatte damals auch, Ach, also zu DOS-Zeiten. oder ich irre mich und es könnte Road and Track gewesen sein. Ja, jetzt, Jetzt kommen wir komplett durcheinander hier. ja, gut, das habe ich dann auch irgendwie komplett Ja. vergeigt, weiß ich auch nicht. Ich meine, glaube ich, ein anderes Spiel. Aber es gab schon mal ein Spiel, was wie so eine Autozeitschrift hieß. Und da konnte man halt auch mit Autos frei in so einer Landschaft rumfahren. Und das meine ich war auch von EA. Ich glaub, ich habe mich vertan. Es ist tatsächlich nicht Track and Field, sondern Road and Track. Großer Unterschied. Road and Track presents the Need for Speed. Das war der Titel vom ersten Ah, Need for okay. Speed. Und da war es so, es gab nicht nur Rundkurse, sondern es gab auch solche Küstenstrecken, wo du dann von Checkpoint zu Checkpoint gefahren bist, ohne dass du, wie das bei früheren Arcade-Rennern so üblich war, dass du die Zeit da einhalten musstest, sondern bist halt einfach nur einen Streckenabschnitt gefahren. Der hat sich nicht wiederholt. Ja, genau. Da Also es gab keinen Rundkurs in dem Sinne. gab's auch, es gab verschiedene. Ah, okay. Und da gab's auch schon die Polizei bei? Muss ich gerade überlegen. Auf jeden Fall, das gab's auch für mehrere Konsolen und ich weiß noch, da gab's die Dodge Viper drin. Die gab's in Need for Speed 2 und 3 ja nicht. Also in 2 gar nicht und in 3 nicht, ohne dass man sie nachträglich eingepatcht hat. Das war auch sehr Ah, schön. Also, ich. da hast du beim Schalten immer gesehen, wurde immer unten rechts immer die Schaltkulisse Ach, die Hand. eingeblendet. Ja, genau. Stimmt, daran erinnere ich mich auch. Ah, wie hieß das denn das? Car'n Driver hieß das Spiel, was ich meine als Vorgänger. Okay. Jetzt muss ich gerade noch mal bei Mobi Games Car'n Driver eingeben. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Das ist von 92, okay.
und es wurde nur von Electronic Arts vertrieben. Ich dachte, ich hatte irgendwie im Kopf, dass das der Vorgänger war für Need for Speed. Ah, Ja. okay, hätten wir das geklärt. Ja, genau. Also der erste Teil war Road and Track. Ich versuche es mir zu merken, aber so viele Tracks und uns, da kommt man durcheinander. Das war von 94 auf der Panasonic 3DO und 95 dann auch unter DOS und 96 PlayStation. Ich meine, ich hätte es auch auf der PlayStation gespielt, auf dem PlayStation 1 meine ich. Ich glaube, ich habe das nur mal so nebenher. Also wirklich gespielt habe ich das nicht. Habe nur zwei, die Special Edition. Und da sind ja auch Strecken von der zweiten Edition jetzt in der dritten, oder? Zumindest hatte ich das Gefühl, die Strecken irgendwie zum Teil aus der zweiten zu meinen. Aber vielleicht habe ich auch was verwechselt. Nee, das verwechselst du jetzt, glaube ich. Also beim Need for Speed 2 und der dritte Teil, da gibt es kaum, also es gibt keine Strecken, die ähnlich heißen und auch nichts, was sich ähnlich fährt, ehrlich gesagt. Und die Okay. Fahrzeuge waren auch relativ unterschiedlich, weil Need for Speed 2, da gab es auch noch die Special oder Second Edition oder Special Edition, SE. Special Edition, genau. Die Und hatte dann 3D-Beschleunigung. ja, genau. Und die Need for Speed 2 hatte sich so ein bisschen darauf festgelegt, mehr Concept Cars reinzubringen. Die hatten den NASCAR C2, den Mustang Mach 3, von den Ford Indigo, den GT90 und so weiter. Vielleicht hätte ich das replayen sollen, Stimmt. da komme ich gerade auch gut rein. Aber es ist, nee, das war anders. Die hießen auch anders und das fuhr sich Okay. anders. Need for Speed 2 war auch schön. Vielleicht sollte ich das auch nochmal mit durchnehmen. Aber Zieh nicht es noch mal so heute. richtig durch. Ja, aber nicht heute. Ja, also wir haben schon festgestellt, wir haben das damals beide auch im Multiplayer gespielt. Ich meine, ja, wie das damals so üblich war, Splitscreen. Was für ein Autorennspiel ja ganz praktisch ist, weil in die Breite muss man eh mehr sehen als in die Weite. So gesehen ließ sich das aus der Erinnerung damals ganz gut fahren. Ich fand den Umstieg immer schlimm, wenn du halt lange Zeit mit zwei Leuten gefahren bist und das dann so ein bisschen raus hattest und irgendwann hatte der andere dann keinen Bock mehr und du hast dann mal wieder ein paar Strecken einzeln gefahren, dann sah das auf einmal so komplett anders aus. Weil du die Höhe Das im Bildschirm stimmt. nicht gewohnt warst. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe das immer nur auf Netzwerksessions gespielt mit Leuten, die man verprügeln konnte, wenn sie einen von der Straße gerammt haben. Also. Ah ja, gut. Das ist auch. Die sind dann ja auch in Reichweite, ja. Ich weiß noch, ich habe das damals. Als ich dann meinen ersten eigenen PC hatte, einen sagenhaften AMD K62400, und das war da eines der ersten Spiele, die ich tatsächlich neu, komplett und teuer gekauft habe. Und ich hatte noch, weiß ich, das ist, man konnte es zwar mit der Tastatur fahren, es ging auch nicht so schlecht, aber es war nicht schön. Deshalb hatte ich mir dafür dann auch nochmal Geld in die Hand genommen und mir ein Sidewinder-Gamepad für den MIDI-Port gekauft. Das hat das sogar alles ausgehalten und ich glaube, das hast du jetzt, ne? Habe ich einen? Ja, stimmt. Das hast du mir geschenkt. Ja, es lebt immer noch. Also Ja. war qualitativ sehr hochwertig damals. Damit ging es auch wirklich ganz gut, weil du hattest halt hinten die Zeigefingertasten noch für zum Schalten dabei und ja, der Rest ging ja eigentlich mit der digitalen Steuerung durchaus annehmbar, auch wenn jetzt analoge Eingabemöglichkeiten natürlich schon bestanden. Ja, wie sah es denn aus? Dir hat's gefallen, oder? Aber. Also mir hat es ziemlich gefallen, weil es auch, naja, mit den 3D-Karten, das war halt gerade neu. Für mich war das immer noch so ein bisschen Teil des Automaten-Feelings und so. Auch diese Spiegelungen im Lack, das sah schon sehr irgendwie automäßig aus. Man hatte so weiche Schatten und so. Das hat mir wirklich gut gefallen. Ich fand auch die, ja. Liebe zum Detail ganz cool, wenn man da über die Brücke gefahren ist, irgendwie, dass dann die Blätter hinten im Herbst hochgeflogen sind und sowas. Das war schon ziemlich cool. Was ich aber nicht so gut fand, ist, dass es eher so eine eintönigere Farbpalette hat. Also wenn man das vergleicht mit Screamer oder mit Bleifuß, was ich immer so ein bisschen besser fand, weil es halt so bunter war und so eine, ja, so eine, weiß ich auch nicht, quietschbunte Bonbon-Grafik hatte. Das hat mir von der Farbpalette her besser gefallen, aber Need for Speed hatte die stylischere Gestaltung, auch die Menüs und so waren alle ein bisschen stylischer, fand ich. Ja, ich fand, wo du das mit den Blättern erwähnst, ich erinnere mich gerade, die Werbung dafür, die hat ja immer auch darauf abgehoben, ja, einmal die Fahrzeugreflexionen und diese Szene, wie du über die erste Strecke fährst und hinter dir halt so einen Blätterwirbel hast. Und das war ja damals durchaus beeindruckend, dass man das im Spiel wirklich auch hatte. Man kannte das ja schon, dass die Werbevideos immer besser aussahen als das, was du hinter auf dem Rechner hattest.
Das war dann mal nicht der Fall, weil du hattest hier auch dieses Sunglare-Effekte und die Blätter da und alles, das war tatsächlich da. Wobei mit einer kleinen Einschränkung, denn ich erinnere mich auch noch, ich hatte, ja, wie gesagt, meinen ersten Rechner und was bei dem nicht so toll war, war halt die Grafikkarte. Das war eine Nvidia Vanta mit 16 MB und die war auch relativ schnell kaputt, glaube ich. Jedenfalls, da war die Fahrzeugdarstellung dann auf einmal nicht mehr so toll, weil viele Sachen konnten da einfach nicht dargestellt werden. Ich glaube, mit der 3DFX-Beschleunigung warst du schon gut dabei. Da hattest du die Reflexion, die Regentropfen, die Gischt, die Blätter, da war alles drin. Wenn du jetzt allerdings nur den Software-Renderer auf der Nvidia Vanta hattest, sah es nicht mehr ganz so toll aus. Aber gut, du hattest ja nichts, also musstest du damit leben, ne? Ich musste damit leben. Ja, ich kannte ja den Vergleich nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob der Nachbar eine andere, nee, ich glaube, der hatte auch nichts Besseres zu dem Zeitpunkt. Also sah bei uns beiden gleich aus. Und diejenigen, die jetzt das Replay verfolgt haben, werden feststellen, dass es auch im Replay auch nicht so toll aussah, denn das lag daran, das war auch die Darstellung von damals, die ich da, naja, ich will mal sagen, gewählt habe. Tatsächlich habe ich ehrlich gesagt nicht die Einstellungen gefunden, die nötig gewesen wären, um halt die 3DFX an sich zu kriegen, die auch heutzutage natürlich mit den anderen Karten wahrscheinlich einfacher möglich wäre, aber da muss man wieder in die Konfiguration und man muss ja eh noch ein bisschen kämpfen und Hilfsmittel benutzen, um das Ding überhaupt unter Windows 10 zum Laufen zu kriegen. Ja, genau. Und also, gerade für die 3DFX-Karten, da musst du so einen Glide-Wrapper installieren und da kann man sich dann ja auch tot konfigurieren, bis das vernünftig aussieht. Genau. Das habe ich abgekürzt, denn ich kannte es halt nicht anders. Insofern war das für mich okay. Ja. Wer das natürlich jetzt damals besser kannte und sich das jetzt wieder angeguckt hat und sich gesagt hat, ach du Scheiße, so schlecht sah das damals aus. Nee, das lag nur an meiner Darstellung. Was Künstlerisches. War nicht so wirklich Neues drin. Eher was aus Need for Speed 2 übernommen, was ich allerdings auch sehr schön fand, auch immer noch sehr schön finde. Und zwar wurden die Fahrzeuge und die Showcases, die wurden ja besprochen, gezeigt. Ein Detail, was ich übrigens an den Need for Speed Spielen der Neuzeit ein wenig vermisse, dass einmal halt nicht mehr gesagt wird, was fährt man denn da? Und das wurde damals... Ja, dafür gibt es ja auch 200 Autos. Ach nee, das war was anderes. Das war Gran Turismo. Okay. Da gab es 200 Autos. Ja. Nee, das wurde dann von einem Sprecher vom siebten Sinn, was Egon Högen, wurde das eingesprochen, das Video. Was denn das für ein Auto ist, was das kann, wie viel PS und so weiter. Ob das jetzt im Spiel überhaupt passend umgesetzt war, weiß man nicht so richtig. Auch diese Klasseneinteilung mit welches Auto ist denn schneller als das andere, das war so ein bisschen... Ja, da hat man, glaube ich, die Realität auch ein ganz klein wenig gedehnt. Aber es auch mit den Fahrzeugvideos dazu, also es hat auch Spaß gemacht, einfach nicht das Spiel zu spielen, sondern sich die Beschreibung von den Autos anzugucken. Daran erinnere ich mich auch noch, das habe ich auch gerne gemacht. War das nicht auch, dass man Türen auf und zu machen konnte und Licht an und aus? Oder war das auch schon wieder im vierten dann? Ich glaube, das war dann im vierten. Also im dritten Teil hattest du nur in Anführungsstrichen einmal das Vorstellungsvideo und dann die trockene Darstellung, Zahlen in der Tabelle und im Hintergrund wird dann dazu gesprochen. Ah, okay. Dann ist es im nächsten. Ja, Teil 4 hatte ich auch noch gespielt. Fand ich aber nicht mehr ganz so gut. Aber nee, ich auch nicht. Wir kommen vom Thema ab. Schon wieder. Ja. Nachdem wir jetzt bei der Grafik waren, der Sound fand ich ehrlich gesagt gut. Ja. Fand ich auch gut, auch technisch gut umgesetzt. Also man hatte das Gefühl, wenn man durch einen Tunnel fährt, dass es auch so richtig, ja, Reverb ist, dass es hallt und ja, dass man mit sozusagen runtergelassenem Fenster durch den Tunnel fährt. Das wirkte schon imposant damals, da kann ich mich auch dran erinnern. Ja, aber mit den Tunneleinlagen, da hat sie auch wirklich häufig Gebrauch von gemacht, wenn man jetzt auf Aquatica durch den langen Tunnel da unter dem See durchfährt oder auf der Bergstrecke, auf Rocky Pass, da gab es das auch ein paar Mal. Das war schön mit eingebaut. Es gab auch, glaube ich, ein paar Geräusche aus der Umgebung, die an bestimmten Punkten waren. Was Konkretes weiß ich jetzt gerade nicht, aber... War das nicht an dieser Wasserpromenade da in dieser, wie hieß denn die Stadt? Atlantica. Ja, genau, dass man da Möwen gehört hat, da meine ich mich zumindest irgendwie dran zu erinnern. Ja, und es war auch irgendwo die Titanic im Hintergrund, wo dann auch die hat ab und zu Nebelhorn gemacht. Ja. Also, war also schön, man war schön in die Strecke eingebettet, auch akustisch. Der Motorensound, der war auch ziemlich gut bei den Fahrzeugen, die es halt die man jetzt auch hätte hören können im Original, wie Lamborghini Countach, hätte ich gedacht, passt auch ungefähr. Die Hupen waren übrigens auch an die Originale angepasst, das heißt, die italienischen hatten meistens so eine Quäke. Und haben sie schon bemüht, dass sie dann halt auch vom Hersteller, wahrscheinlich damit sie dann auch die Freigabe vom Hersteller für dieses Auto im Spiel bekommen, das auch passend wiedergeben.
Bei manchen, es war der Ital-Design Schegera war da drin, das war ja eine Alfa Romeo-Studie. Wie der in echt klingt, wird wahrscheinlich keiner jemals erfahren, weil das Auto gab es in der Form gar nicht. Das gab es auch nur als Studie. Wenn ich mal wieder auf Details rumreiten möchte, das Reifenquietschen war nicht fahrzeugabhängig, das heißt, die quietschen alle gleich. Aber wäre wahrscheinlich auch ein bisschen viel verlangt gewesen, davon jedes Mal Reifenbremsquietschproben zu nehmen vom Original. Ja. Und was mich ein bisschen gestört hat, trotz der guten Soundqualität im Spiel, die Polizeidurchsagen, weil das waren wirklich so drei, vier verschiedene und ja, gut, was will man da auch 20 verschiedene für einbauen, für immer die gleiche Situation, weil sie wurden ja auch nur von wenigen Events getriggert, aber das ging so ein bisschen auf den Wecker mit der Zeit. Die Musik hingegen, da finde ich jetzt fast nichts Negatives dran, also abgesehen davon, dass man konnte das einstellen, ob man Techno oder Rock im Hintergrund hat oder beides oder nur ein oder nur bestimmte Tracks. Die Techno-Variante fand ich nicht so toll. Die Rock-Version jedoch fahre ich mittlerweile im Auto auch noch als CD mit mir rum, weil ich sie so gut finde. Wobei man die ja so ein bisschen abgemischt nehmen muss, weil das ist ja situationsabhängige Musik. Das heißt, es gibt nicht wirklich einen Track mit einer bestimmten Länge. Das kann man endlos ausbauen. Weißt du noch, wie das bei dem ersten und zweiten Need for Speed war? Beim ersten weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Beim zweiten war es, glaube ich, auch schon situationsabhängig, dass es pro Track irgendwie sechs oder sieben verschiedene Einstellungen, Geschwindigkeiten oder Track-Varianten gab und die wurden dann immer je nachdem, wie schnell du gerade gefahren bist, abgespielt. Das hat man jetzt, ich weiß nicht, ob es da so aufgefallen ist, bei Need for Speed 3 hat man das jetzt deutlich gemerkt, wenn man irgendwie einen Unfall gebaut hat, dann ist es sofort von schnell und peitsche dich über die Strick auf zurückgefallen auf den langsamsten sozusagen. Ich meine mich irgendwie daran zu erinnern, dass auf einem auch irgendwie, oder dass da irgendwie MP3s bei waren oder sowas, dass wir die irgendwie auch noch extern gehört haben. Aber ich dachte, das wäre der zweite oder so gewesen. Aber scheinbar ist meine Erinnerung da echt sehr lückenhaft. Also, dass man es jetzt irgendwie als Audio-CD oder als Track direkt hätte runternehmen können, wüsste ich jetzt nicht. Das muss man irgendwie. War Ja. dann wahrscheinlich ein späterer. Ja. Was übrigens schade ist, so ein bisschen, dass die Musik. Also, wir haben ja einmal die Ingame-Musik, die jetzt im Hintergrund spielt, während du über die Strecke fährst. Es gibt auch noch die Musik, die aus den Showcases ist für die Autos. Das ist unterschiedlich. Also, ich hätte teilweise auch gerne die Showcase-Musik auf der Strecke gehabt. Das geht nicht. Weil die war auch nicht Okay. schlecht. Wobei, da komme ich jetzt auch wieder so ein bisschen ins Schwimmen, weil bei Need for Speed 2 war die auch ziemlich gut. Und kann sein, dass ich die auch meine. Gut, das finden wir dann ja raus, wenn du Need for Speed 2 machst. Genau. Da kommen wir dann nochmal drauf zurück. Ich glaube, da machen wir das Review einfach, da schneide ich nochmal zusammen. Das können wir dann ja direkt übernehmen. Wir haben sozusagen mindestens zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja, stimmt. Ja, gab es noch eine Story? Ja, nicht so wirklich. Also, entweder halt Rennen gewinnen oder Polizei spielen oder vor der Polizei davonfahren. Ein Story-Modus in dem Sinne, dass man da irgendwelche Ränge hochklettert oder wie das jetzt bei Most Wanted oder sowas war oder Underground, dass man sich da so eine Karriereleiter rauffährt, das gab es damals nicht. Was so ein Das kam, bisschen. glaube ich, das war auch eigentlich nur mit. Das gab es bei Porsche erst und dann bei den Underground-Teilen, oder? Ja, bei Porsche auch, bei Underground sowieso. Ich fand bei Need for Speed 4 auch so ein bisschen, weil da musstest du ja, du hast ja irgendwie mit BMW Z3 oder SLK angefangen und musstest dann Punkte oder Geld zusammenfahren, um dir die teuren Autos zu leisten. Ja, kann ich mir auch schon. Also ich habe vier, glaube ich, wirklich nicht oft gespielt. Ja, also da gab es auch schon einen Ansatz von Karrieremodus. Den gab es hierbei nicht, weil die Autos waren eigentlich, die meisten waren freigeschaltet, nur du musstest bestimmte Events schaffen, um dann den Rest freizuschalten. Also, das wurde dir aber nicht so erklärt. Das war halt, das hat man hinterher herausgefunden, wenn man dann irgendwie das, keine Ahnung, Turnier gewonnen hatte, was es dann für ein neues Auto gab. Das hat man nicht, vorher gesagt bekommen, hier gewinn das Turnier, damit du das Auto kriegst. Okay. Und es gab ja hinterher noch Hot Pursuit 2, da gab es dann auch wieder sowas, ja, Ranglisten-ähnliches, also dass man so durch so einen Baum sich durchfahren musste und bestimmte Events schaffen musste. Aber das war hier alles noch sehr rudimentär. Ist auch mal so ein beliebter Streitpunkt, so was ist denn das echte Need for Speed? Für die Jüngeren Glaube und ich. für die jüngeren Zuhörer war es meistens Underground, weil da gab es erst Tuning. Was nicht ganz stimmt, denn das gab es hier auch schon. Das hat nur keiner gefunden. Okay, Gameplay. Ja, es ist halt ein Arcade-Rennspiel mit Spielmodi Einzelrennen, Turnier, Knockout und Verfolgung und halt Multiplayer.
Es Genau. ist nicht sonderlich realistisch, da man sich schon wirklich dumm anstellen muss, um damit man irgendwie mal das Heck rumkommt oder sowas. Man braucht also keine Angst haben, dass man da als Simulation den Gang kaum reinkriegt oder kaum anfahren kann, ohne sich einzudrehen. Das war einfach nur, die Fahrphysik wurde stark vereinfacht. Naja. Was mir persönlich richtig Spaß gemacht hat dabei, war, da ich ja, wenn überhaupt, Multiplayer nur im Splitscreen gefahren habe, die andere Variante war halt, wer ist denn schneller wirklich auf der Strecke? Und deshalb hat mir den meisten Spaß daran noch gemacht, wirklich die beste Rundenzeit rauszufahren. Und was dann hinterher so dazu führte, dass man genau ausnutzen konnte, in welcher Kurve man wie weit nach innen gehen kann und was jetzt wirklich ein echtes Hindernis ist, was auch angezeigt wird oder wo man durch welche Mauer man durchfahren kann. Das ging auch noch an manchen Stellen noch. Also die Streckeneingrenzung war nicht exakt so, wie sie sich auf dem Bildschirm dargestellt hat. Und deshalb konnte man da ja so den letzten Millimeter auf der letzten Rille noch was rausfahren. Ich habe also die meiste Zeit wirklich die Ideallinie gesucht und alles, was dann unter einem bestimmten Wert war, was also ich Strecke unter 2 Minuten geschafft in so und so vielen Runden. Das hat dann den Spaß gemacht an dem Spiel. Deshalb habe ich auch weniger mit der Polizei die Sachen gefahren und auch weniger mit Verkehr, weil die waren alle im Weg. Es ging wohl tatsächlich mir damals dem Spieltitel entsprechend um die Geschwindigkeit dabei und um die Beherrschung des Fahrzeugs. Ja, ich erinnere mich eigentlich größtenteils daran, dass wir es im Multiplayer gespielt haben und das hat auch wirklich viel Spaß gemacht. Ich meine, wir haben das dann irgendwie zwischen Unreal oder so, keine Ahnung, oder Quake oder so dazwischen gespielt, wenn man dann mal ein Rennspiel oder so spielen wollte. Dann hat man da 1, 2 Stunden gespielt und naja, irgendwann merkt man halt, wann man eh nicht mehr aufholen kann, weil mit Multiplayer gibt es kein Gummiband und dann, wenn du einmal so einen richtigen Fahrfehler gemacht hast, war es meistens vorbei und dann haben die meistens irgendwie aufgegeben und wie bei allen, auch heute noch irgendwie bei allen Multiplayer-Rennspielen, drehen die dann um und fahren dir rein. Und das war echt nervig, wenn dann, ah, jetzt will ich die meisten abschießen, ich kann eh nicht mehr gewinnen, darum schieße ich auch alle anderen ab. Dann war es dann meistens irgendwie vorbei und man ist wieder nach Quake gewechselt. Gab es dann immer einen, der dann destruktiv allen anderen das Ja. Spielzeug kaputt gemacht hat, ja. Ja. Ja, stimmt, das doch. Also, wenn ganz seltene Multiplayer-Sachen mal, wo man damals einen Rechner rumgeschleppt hat, erinnere ich mich auch dran, hat man nicht so häufig gespielt, weil erstens mussten sich genug Leute finden, die das überhaupt dabei hatten. Und wenn, dann gab es tatsächlich immer den einen, der dann umgedreht hat. Teilweise auch von Anfang an schon, weil der hatte sowieso keinen Spaß auf Rennspiel. Der hat sich nur gerade geärgert, dass alle anderen nicht bei seinem Spiel bei waren. Genau. Ja, von der Steuerung her, du hast es mit der Tastatur gespielt. Ja, ich habe es damals mit Tastatur gespielt. Also die meiste Zeit mit Gamepad. Ich habe es tatsächlich mal eine Zeit lang mit der Tastatur wieder gespielt hinterher. An einem anderen Rechner hier beim Zivildienst. Wir hatten einen Rechnerraum und durften dann in den langweiligen Schulferien ihn auch benutzen und haben wir dann teilweise auch Need for Speed 3 die Demo gespielt, weil die lief ja so gerade eben. Und da hat man natürlich auch keinen Joystick oder kein Joypad dabei, das musste man dann auch mit der Tastatur, das ging aber tatsächlich gut. Also, wenn man es raus hatte, braucht Ging man auch auch. kein anderes Eingabegerät. Was ich gut fand, war, dass auch die Fahrzeuge sich relativ deutlich unterschieden haben von den. Ja, vom Handling her, manche haben halt stärker untersteuert, andere gingen besser um die Kurven. Von der Beschleunigung her musste man sie auch in bestimmten Drehzahlbereichen halten. Man konnte auch, wenn man halt die manuelle Schaltung genommen hat, war man immer schneller als mit der Automatik, wie auch im echten Leben. Denn tatsächlich war die Automatik nicht einfach nur wie bei heutigen Need for Speed Spielen, um mal wieder auf einen großen Fehler der heutigen Reihe rumzureiten, weil dort ist es ja einfach nur, ich habe 6 Gänge und wenn ich sage Automatik, schalten die automatisch. Damals war es aber wirklich so, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Jaguar XK8 genommen habe, hatte ich entweder 5 Gänge manuell oder 4 Stufen Automatik. Wie es auch im Echt gewesen wäre. Und ja, die Automatik war dann langsamer, weil hatte die tatsächlich die Übersetzung geändert und die hat halt die Schaltpunkte anders gelegt, sodass man mit der manuellen Schaltung eigentlich immer schneller unterwegs war. Ja, wie eben auch schon gesagt, es war so typisch bei den Arcade für ein Arcade-Rennspiel. Es war nicht, dass du Kontrollverlust durch ausbrechendes Heck oder sowas gehabt hast. Du konntest dich halt immer mit vollem Lenkeinschlag in die Kurve reinlegen, bist da irgendwie durchgekommen. Das war der nicht ganz so realistische Teil. Ein bisschen nervig war das bei Kollisionen, weil wenn man dann mal wollte, dass das Heck wirklich rumkommt, das hat er dann nicht gemacht. Da musste man sich schon wirklich sehr dumm anstellen und irgendwie schon bei vollem Lenkeinschlag in der Kurve noch einen Gang runterschalten, die Handbremse reißen oder sowas. Dann hat er sich irgendwann eingedreht.
Was positiv war, was du auch eben schon gesagt hattest, es gab keinen Gummibandeffekt für Multiplayer-Spiele. Das heißt, der Hinterstfahrende wurde nicht automatisch unterstützt. Im Singleplayer war es, wenn überhaupt, nur minimaler Gummibandeffekt. Wenn man wirklich gut gefahren ist, dann hat man die teilweise auch überrundet. Hm? Und wenn man auch wusste, wie der Computergegner manche Strecken ungefähr fährt, ich hatte das, glaube ich, an manchen Punkten auch mal gesagt im Replay, zum Beispiel bei Atlantica, die Außenpromenade, da ist eine Schikane drin. Der Computerfahrer versucht, dieser Schikane zu folgen. Man kann aber auch einfach ungebremst geradeaus durch und dann war man dann immer im Vorteil. Ja. Und bei 8-Runden-Rennen oder sowas hat man dann wirklich teilweise Leute überrundet. Das war ganz schön. Also nie, es ist komplett anders als bei Mario Kart, wo man auch der Letzte eigentlich kaum verlieren kann. Also zumindest nicht lange auf dem letzten Platz bleibt. Nee, das war sehr fair in der Hinsicht. Vom Umfang her, ich habe nochmal durchgezählt. Ja, wir hatten 16 Fahrzeuge, je nachdem, nach welchem Release-Termin man geht, weil es gab teilweise auch Fahrzeuge, die nachträglich von EA freigegeben oder reingepatcht wurden, wenn man denn einen Internetzugang hatte oder wenn man sie auf GameStar-CDs oder sowas gefunden hat. Konnte man zum Beispiel noch den Lister Storm reinpatchen und ein Spectre. Hatte ich, glaube ich, nicht. Ja, ich hatte die damals, weil der Spectre war der beste Gruppe C-Rennwagen und der Lister als Gruppe A war auch ziemlich weit oben. Also man hat sozusagen bessere Fahrzeuge nachgeliefert. War auf Multiplayer, bei Multiplayer dann immer sehr praktisch. Aber ich glaub, ja, aber dann mussten die anderen das auch haben, oder? Ja, aber die kannten den ja noch nicht. Ach so, du hast ja schon richtig Zeit zum Üben gehabt vorher. Nee, aber war ganz interessant, dass das auch nachträglich noch unterstützt wurde, wenn man denn irgendwie dran gekommen ist. An den Strecken hat sich nichts geändert, waren insgesamt 9 Strecken und die konnte man halt vorwärts, rückwärts, gespiegelt, Tag, Nacht und mit Wetter und ohne und Verkehr und ohne fahren. Wo wir zu einem kleinen Nachteil kommen, den ich bisher übersprungen habe, das Replay, hat man ja gesehen, habe ich die ganze Zeit am Tag gefahren und bei schönem Wetter. Was daran liegt, ich habe es einfach mal bei Nacht wieder probiert und das habe ich damals auch schon nicht gemocht. Es macht einfach keinen Spaß, weil nachts ist es so unfassbar dunkel, zwar realistisch, aber so pottendunkel, dass du überhaupt nicht siehst, wo du hinfährst. Und sämtliche Effekte, die dabei sein können, aufwirbelnde Blätter, aufgewirbelter Staub oder sonst was, die sich noch mehr nehmen, das heißt, du fährst komplett im Blindflug. Mhm. Und auch das ist wahrscheinlich irgendwie realistisch, aber es macht sowas von überhaupt keinen Spaß. Du siehst halt nicht, wo du hinfährst. Und du hast auch keinen... Nee, das glaube ich auch. Keine Reaktionszeit dann. Dafür ist es dann halt Need for Speed zu schnell. Und deshalb habe ich das damals eigentlich nie gefahren. Und auch die gespiegelten Varianten. Ja, ich glaube, ich kann auch die Originalstrecke sozusagen kann ich am besten. Alles andere bringt mich raus. Ja. Von der Innovation her gab es halt, was wir eben schon hatten, man konnte halt als Polizist fahren. War jetzt ein bisschen innovativ schon. Ich glaube, EA hat sich auch viel mehr darunter vorgestellt. Aber gut, vielleicht gab es ja auch tatsächlich Leute, die das extensiv genutzt haben. Ich fand es jetzt mehr so eine kleine Beigabe. Ich habe mich da durchgekämpft, um halt die letzten Fahrzeuge vollständig frei zu spielen. Aber mein bevorzugter Spielmodus ist es jetzt nicht geworden. Nee. Was ein bisschen versteckt war, es war ein Fahrzeugeditor auf der CD. Und es gab damals auch nfsworld.com, ich weiß nicht, ob es die Seite noch gibt, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt auch nicht nochmal nachrecherchiert, wo es hunderte, tausende von Autos zum nachträglich Runterladen gab, wo man wirklich jeden Krempel dann fahren konnte. Bis zum über den DeLorean oder hier der Ghostbusters Ecto 1 und die Fangemeinde hat wirklich jedes Auto nachgebaut. Es hat allerdings nur ein sehr begrenzter Teil davon Spaß gemacht, denn die meisten, wie das bei Fans so ist, haben die meisten ihrem Traumauto dann natürlich Fahrwerte reinprogrammiert, die komplett Banane waren. Ja, das war dann mal ganz lustig zu fahren, aber es war halt entweder komplett unkontrollierbar oder dein Unimog war halt schneller als ein McLaren F1. Mhm. Ich habe gerade mal geguckt, total Banane ist auch NFS World, da landet sie jetzt bei Need for Speed Payback von EA. Ist, glaube ich, nicht das, was man sucht. Ja, dann gibt es das vielleicht wirklich nicht mehr. Also wer noch seine Autosammlung von damals irgendwo abgespeichert hat, könnte sinnvoll sein, die zu behalten, wenn man da nicht mehr hinterher, nicht mehr dran kommt. Das war halt damals so ein Forum mit Download-Funktionen. Also ich weiß noch, sie hatten den Ferrari 355 F1, was schon das beste Gruppe B-Auto war, das hatten die dann nochmal überarbeitet, damit es endlich in Gruppe A fahren durfte oder sowas. Oder irgendwie hatten sich da Leute drüber aufgeregt, dass die Schaltpunkte nicht passten oder so. Also man konnte sich da wohl auch tatsächlich mit dem Anspruch von Realismus mit auseinandersetzen, haben aber die wenigsten gemacht. Die meisten haben halt einen 300 km/h Mülltonne oder sowas programmiert. Ja, klar.
Oder einen dicken Homer Simpson. Ja, genau. Also Ja. war mehr so für Spaß auf Multiplayer-Partys oder so. Ja. Gut, dann schauen wir doch mal, was haben denn andere Reviewer oder andere Journalisten zur damaligen Zeit dazu gesagt. Du hast wieder was Zeitgenössisches gefunden. Ja, genau. Ich habe die Video Games 598 ausgegraben und da das ganze Ding für die PlayStation 86% bekommen und Grafik 87, Musik 68 und Soundeffekte 69. Also die Musik scheint jetzt nicht ganz so gut angekommen zu sein und ich weiß gar nicht, wer das ist. Hier gibt es keine, doch RK gibt ein Kürzel, aber weiß ich jetzt auch nicht. Der sagt jedenfalls Wahnsinn, zwischen Need for Speed 2 und 3 liegen Welten. Erstmals wurde dem eigentlichen Reiz der Scheibe, die Supercar Showrooms, ein mehr als ebenbürtiges Spiel zur Seite gestellt. Okay, also die Showrooms standen hier damals wahrscheinlich dann auch wirklich schon im Vordergrund, um die Fahrzeuge anzupreisen, ne? Also, Ja, wenn ihr das jetzt hier. das war ein großer Punkt auch von Need for Speed 1, Road and Track, nicht Track and Field, wie ich jetzt hier gelernt habe. Da gab es das auch schon, da wurden halt die Fahrzeuge vorgestellt und das war ja damals, ich meine, es waren ja auch nur Supercars im Prinzip drin, die sich niemand leisten konnte. Deshalb wurde das, ja, ich denke, es war ein großer Teil Werbung dabei und ich denke mal, einen großen Teil der Spielefinanzierung kam halt auch von den Autoherstellern. Ja, glaube ich auch. Abschließend sagt er, NFS 3 ist ein wahres Arcade-Rennspiel, eine wahre Arcade-Rennspiel-Perle geworden, die mir persönlich mehr Spaß macht als etwa Sonys trockene GT, also Gran Turismo-Simulation. Lediglich der Sound hätte ein paar Spuren besser ausfallen können. Also ganz klar die Differenzierung zu Gran Turismo, die ja, ich sag mal, bis auf den letzten und vielleicht vorletzten Teil mehr in den Simulationscharakter von sowas reingegangen sind und nicht in den Arcade-Charakter. Da ist der Vergleich vielleicht jetzt auch ein bisschen hinkend, aber war auf jeden Fall da. Interessant. Man muss allerdings auch dazu sagen, die Versionen, die damals rausgekommen sind, die haben sich sowohl im Spielumfang als auch im Fahrzeugumfang ein bisschen unterschieden. Die PlayStation-Version, weil ich sehe gerade das Bild und ich sehe dieses Polizeiauto und das kenne ich nicht. Ah, okay. Die Polizeifahrzeuge in der PlayStation-Version waren andere als in der PC-Version. Die Darstellung hier mit Drehzahlmesser, Geschwindigkeit ist auch ein bisschen anders. Also PlayStation hebt sich da ein bisschen von ab. Und ich weiß daher gar nicht, auch mit der Musik, ob das nicht auch ein Unterschied war. Könnte natürlich auch sein. Kann sein, dass die PC-Version dann irgendwie anders abschneidet. Aber ist damals relativ gut bewertet worden. Ich habe mal wieder was Neueres gefunden von 2017, wo das nochmal reviewed wurde. Das ist dann auch wieder interessant zu lesen vor dem Hintergrund, dass man mittlerweile auch die ganzen anderen Need for Speed-Spiele halt kennt. Der hat es auch geschafft, die Einstellung so zu machen, dass er die 3DFX-Version sieht, was mir ja nicht vergönnt war. Kommt aber auch zum Schluss, dass es auch, wenn es ein Spiel aus seiner Ära ist, heute noch ein großartiges, ein gutes Spiel ist. It's still a great game and back when it released, da fehlt ein Wort, there really wasn't anything like it. Ein Spiel mit Ja. ähnlichem Spielumfang und auch mit dieser Zielrichtung des Arcade-Renners war damals selten. Es gab, wie gesagt, Gran Turismo. Es gab, glaube ich, auf Konsolen auch sowieso ein bisschen mehr als auf PC, oder? Weil Rennspiele waren ja mehr so, damals mehr so Konsolenkost. Wahrscheinlich schon, ja. Vor allem diese Arcade-Rennspiele, ja. Beschwert sich ein bisschen darüber, dass es halt so wenig Polizeifahrzeuge und so viele Rennwagen gibt, aber naja. Die Ja. Polizei hat halt nicht so eine große Auswahl. Und was sie da reingebaut hatten, hier der Pursuit Diablo SV. Ja, obwohl, Moment, so ein bisschen realistisch ist das noch, ne? Weil die italienische Polizei hat ja als. Kriegt ja von Lamborghini meistens ein oder zwei davon gestellt, wo der Polizist aber nur Beifahrer ist und der Fahrer von Lamborghini kommt. Okay, das wusste ich nicht. Ja, Wusste ich. damit die Polizei das Ding nicht gleich kaputt heizt. Ah, wir hätten da morgen um 12 Uhr eine Verfolgungsjagd. Können Sie uns ein Fahrrad zur Verfügung stellen? Ja. Er sagt aber auch nochmal, dass es halt eine exzellente Modding-Community gibt und dass auch heute noch Mods oder Fahrzeuge oder Strecken dafür rauskommen. Ich weiß jetzt nicht genau, wo ich sie finden würde, aber ich denke, da gibt es immer noch was. Wahrscheinlich wird auch der Content von NFS World noch irgendwo herumschwirren. Wahrscheinlich. Ja, denke ich auch. Wenn wir dann abschließend zu den Kindheitserinnerungen kommen, ja, eigentlich fährt sich es noch genauso wie damals. Ist das hat Ja.
Da habe ich nicht lange gebraucht, um wieder reinzukommen. Neuere Rennspiele sind natürlich grafisch besser, steuern sich nicht unbedingt besser. Ich habe auch noch irgendwo, ich habe hier noch irgendwo ein Need for Speed. Was habe ich denn noch installiert hier? Moment. Irgendein Need for Speed habe ich noch installiert. Ich finde es nur gerade nicht. Ah, Most Wanted, die neuere Version, die Neuauflage. Nutzt sich irgendwie schneller ab, beziehungsweise es fährt sich halt, ja, es fährt sich Need for Speed ähnlich. Die Grafik sieht schöner aus, aber das ändert ja an der Mechanik nicht viel. So viel bringt mir das die bessere Optik dann auch nicht, weil du halt meistens sowieso im Rennspiel-üblichen Tunnelblick bist. Also ob dann, was weiß ich, die Antenne vom Fahrzeug noch korrekt gerendert wird oder nicht, das ist mir dann ehrlich gesagt auch egal. Ja, das stimmt. Und ich bin auch eher ein Fahrer, der gerne aus der Cockpit-Sicht fährt. Und wenn man nicht von aus der Third Person fährt, sieht man wahrscheinlich eh nicht so viel davon. Ja, das ist übrigens auch noch eine interessante Sache, fällt mir gerade ein. Die Cockpits. In Need for Speed 2 und 3, im ersten Teil auch, hat man ja auch sehr viel Wert darauf gelegt, dass halt die Cockpit-Darstellung korrekt ist, was aber noch einfach mit 2D-Sprites gemacht wurde. Dadurch sah es aber, also die wurden halt nicht passend beleuchtet von außen, aber das Original-Cockpit wurde tatsächlich ja, beinahe fotorealistisch im Rahmen der Auflösungsmöglichkeiten wieder abgebildet. Das sah für mich gut aus. Und ich glaube, Need for Speed 4 hat dann nämlich damit angefangen, das Cockpit in 3D nachzubauen. Und das sah scheiße aus. Und auch die nachfolgenden Titel, wo dann in den meisten gab es auch diese Ansicht dann gar nicht mehr. Aber das ist die Need for Speed 3 Cockpit-Ansicht ist immer noch die beste. Weil es wirklich das Cockpit ist. Und weil man sich nicht bemüht hat, da irgendwie Texturen in 3D reinzubauen, die halt dann verschwommen, verwaschen, wo man auch zum Beispiel den Tachozeiger gar nicht mehr so richtig verfolgen kann, weil die Texturen dann nicht in der Auflösung da nicht rankommen, an diese einfache 2D-Tapete, die man vorher da reingelegt hat. Und auch das hat im Prinzip ja gereicht, weil man war ja auf die Strecke konzentriert. Ob das Cockpit dann echt 3D ist oder nicht, sieht eh keiner. Ja, also, wer es heute noch spielen sollte? Ja, eigentlich, ich hätte jetzt gesagt, hauptsächlich diejenigen, die es bis jetzt noch nicht gespielt haben. Weil die es damals gespielt haben, die kennen die Qualitäten des Spiels und ziehen das wahrscheinlich heutzutage ab und zu eh nochmal aus der Ecke. Diejenigen, die jetzt erst mit Underground eingestiegen sind und die sich jetzt auch in der Diskussion um das echte Need for Speed darauf versteifen, dass Underground ja das echte Need for Speed war, weil da Tuning drin war. Ja, diejenigen könnten sich vielleicht nochmal zurückorientieren, wenn ich jetzt aus den ersten drei, vier, ach, Porsche nehme ich jetzt einfach mal dazu, aus den ersten fünf Need for Speed Spielen da wählen sollte, hätte ich jetzt wirklich nie gesagt, dass Need for Speed 3 eins von den besten Einstiegen in die in Anführungsstrichen alte Serie ist. Es gab ja hinterher auch nochmal Need for Speed Hot Pursuit 2, was das versucht hat, nochmal aufzugreifen, was auch, ich fand es gar nicht so schlecht wie die Kritiken. Ich glaube, das ist von Kritiken nicht so angenommen worden. Das war ja das, woran man sich am meisten erinnert, ist, man wurde mit brennenden Fässern aus einem Polizeihubschrauber beworfen. Abgesehen Erinnere ich mich davon. auch nicht mal daran erinnere ich mich. Ja, da konntest du halt von der Polizei mit explodierenden Fässern in die Luft gejagt werden. Das war ein bisschen bescheuert. Von Mega. dem Aspekt abgesehen, fuhr sie das auch nicht schlecht, hatte auch interessante Strecken, aber es war halt nicht besser als der dritte Teil in der Hinsicht. Es gab mal wieder andere Fahrzeuge. Es sah ein bisschen schöner aus, aber es fuhr sich auch ein bisschen schlechter, ein bisschen schwammiger. So gesehen, wenn jemand mit Need for Speed, mit dem alten Need for Speed anfangen möchte und jetzt vielleicht grafisch sagt, ah, Teil 2, nee, sieht nicht so schön aus, Teil 1, ah, noch überhaupt nicht, dann würde ich ja mit Need for Speed 3 anfangen. Vielleicht, wenn man es dann auch hinbekommt, die 3DFX-Variante grafisch darzustellen, weil es sieht halt schön aus. Ja, das ist richtig. Ich glaube auch, im Prinzip jeder, der es noch nicht gespielt hat, kann sich das ruhig mal angucken. Also zumindest wenn jemand so Arcade oder Fun Racer mag, ist das kein schlechtes Spiel und da kann man ruhig mal einen Blick drauf werfen. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Okay, ja, dann wir haben festgestellt, es gibt noch reichlich andere Need for Speed-Titel, die ich auch noch replayen kann. Es ist also noch für genug Material für die Zukunft gesorgt wieder. Selma, ich danke für die Begleitung bei dem Abschlussgespräch. Ja, gerne. Ich wollte jetzt gerade schon fragen, und was spielst du als nächstes? Aber das wissen wir ja schon. Ja, es hat mit Autos zu tun, im weitesten Sinne. Es hat mit Autos zu Es tun? ist nicht Need for Speed. Nee. Ich dachte, es hätte was mit Computern zu tun und jemanden, der mit seinen Haaren kämpft. Ach so. Ja, schon. Also das nächste Abschlussgespräch, das stimmt schon. Nee, da auch die nächste. Wir haben das ja direkt nach Ach ja, der letzten Folge oh Need for Speed ja. aufgenommen. Ja, Entschuldigung, In Character Dare. da muss ich mich jetzt wieder in die richtige Rolle versetzen. Nee, stimmt, Ja. als nächstes kommt natürlich was ganz abgespacedes, was mit so Computern und so zu tun hat, ja. Stimmt, hast recht. Sehr gut.
Danke fürs Zuschauen wie immer und dann sehen wir uns in einer der nächsten Replays oder Abschlussgespräche. Mal schauen, was euch interessiert. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.